So, ich hoffe, das klappt jetzt. Jetzt habe ich mir ja einen kleinen Turm gebaut und ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr so wackelt wie das letzte Mal. Ja, jetzt bin ich da. Die Pasteline steht auch hier drauf. Und die Ronja, Ronja, wo bist du denn eigentlich? Ich muss noch was suchen. Fang schon mal an. Okay, ich soll schon mal anfangen. Ja, ich wollte mich erstmal vorstellen. Also ich bin die Pasteline, das ist mein Künstlername, so heiße ich eigentlich gar nicht richtig, ich heiße eigentlich normalerweise Carola, aber alle sagen zu mir Pasteline. Ich bin Künstlerin und ich bin Autorin, ich habe auch schon Bücher geschrieben und das Künstlerische, das habe ich angefangen in einer Zeit, in der es mir eben nicht so gut ging und da habe ich dann angefangen zu malen. Und ich habe zu Anfang habe ich angefangen mit Bleistift zu malen, also nur mit Bleistift. Und ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Das waren dann zum Beispiel so Bilder, die ich da mit Bleistift gemalt habe. Das da oder zum Beispiel so Miezekatze oder auch noch mal eine schlafende Miezekatze. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann bin ich irgendwie durch Zufall, bin ich dann auf die Pastellmalerei gekommen. Die Pastellmalerei. Ach. Ja, so ist es bei mir. So viel vorbereitet, aber das nicht. Ach. Pastellmalerei, das macht man mit so Stiften. Die sehen so aus. Bisschen wie Wachsmal, ein bisschen wie Kreide in der Schule. Kann man auch so ähnlich benutzen, aber sind dann doch ein bisschen anders. Und da habe ich dann auch wieder Tiere gemalt, weil am Anfang hat mir das immer besonders gut gefallen. Und da ist zum Beispiel sowas passiert. Da habe ich dann sowas gemalt. Und oder auch wieder eine Miezekatze. Das waren so die ersten Bilder, die ich gemalt habe. Und ja, je mehr man malt, umso besser wird man ja. Das ist bei euch auch nicht anders, wenn ihr dann anfangt mit mir. Und dann am Ende konnte ich dann wirklich schon ganz gut malen. Und dann kam zum Beispiel auch sowas zustande. Der Tiger. Und jetzt könnt ihr denken, ach, das ist doch nur ein Foto. Nee, das ist kein Foto. Ich zeige euch das mal, weil wenn ich da nämlich mit meinem Finger drüber gehe, dann hat mein Finger eine Farbe auf dem Daumen. So. Das waren so die Anfänge und weil dieses Pastellmalen mir so Freude gemacht hat, habe ich dich die Pasteline genannt. Mittlerweile male ich auch noch andere Sachen, also zum Beispiel male ich mit Aquarell. Das ist so ein bisschen wie Wasserfarbe. Da kann man dann solche Sachen machen. Das könntet ihr auch gut malen. Oder sowas. Sowas ist Aquarellmalerei. Und dann vor einiger Zeit habe ich dann noch mal mit Acryl angefangen. Das ist noch mal was anderes. Das ist dann sowas wie dieses Bild, was ihr hier seht, oder hier oben dieses Fahrrad. Gibt es dann ganz andere Möglichkeiten. Und normalerweise mache ich das ja im Kindergarten mit den Kindern. Dann nehme ich auch dann die ganzen Farben mit und wir probieren das alles aus. Das geht halt jetzt hier leider nicht. Aber wir werden Mittel und Wege finden, dass wir das gut hinkriegen. Genau, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, dass ich ja dieses Malen nicht in einer Schule gelernt habe, was man ja auch machen kann. Man kann zum Beispiel auch Kunst studieren. Das habe ich nicht. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Man muss halt viel üben und immer wieder ausprobieren. Dann geht das schon. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was wollte ich euch noch erklären? Wollte ich euch noch was erklären? Ich guck mal, was die Ronja macht. Ronja, wie sieht's denn aus? Du findest nichts. Na komm mal hoch, komm mal hoch. Oh, hier ist die Ronja. Das ist der Ronja, ihr Atelier, was ihr da seht normalerweise. Und ich glaube, sie ist auch da drin. Wo bist du denn? Komm mal raus. Die Kinder, die warten schon. Wirklich? Ja, frei. Ich guck mal. Bah! Wahnsinn! Alle da. Ja, alle da.
Und was hast du jetzt gesucht? Ja, ich hab's nicht gefunden. Ja, was macht man denn jetzt? Dann tu mal raus, was suchst du denn? Ja, ich weiß auch nicht, was ich suche. Irgendwas. Was Lustiges. Oder zum Spielen. Oder zum Malen. Wollen wir malen? Ja, wir können malen. Das können wir auch machen. Also jetzt schau mal, was da alles in deinem Atelier ist. Das Atelier ist ein ganz besonderes Atelier. Das vergrößert sich nämlich. Weil manchmal haben wir so viel zu tragen, dass wir dann immer mehr brauchen, immer mehr Platz brauchen. Aber für die Ronja, oh, komm mal raus. Jetzt schau mal, was du da alles in deinem Atelier versteckt hast. Was du da gesucht hast. Was ist denn da alles drin? Ich hab schon was. Eine Zahnbürste. Zahnbürste? Wir wollen doch malen. Nein, nein, nicht mit der Zahnbürste. Die ist doch schon dreckig. Guck mal, wie dreckig die ist schon. Ah, wir malen da damit, auch mit einer Zahnbürste. Also nicht wegschmeißen. Zahnbürste aufheben. Super. Und jetzt klingelt das Telefon. Egal, wir machen weiter. Wir haben hier eine. Ui, ui, das haben wir ja. Eine Rolle. Eine tolle Rolle. Das brauchen wir auch manchmal. Also, dann haben wir hier eine. Eine. Ui, was ist denn das? Eine Bürste. Ich war zwar beim Friseur, aber das war nix. Nix war das. Ich mag's jetzt wieder selber. Und wenn gar nichts hilft, dann mache ich so. Genau. Ronja, nichts wie Blödsinn im Kopf. Was hast du noch in deiner Tasche? Hast vielleicht auch einen Pinsel? Ich habe auch einen Pinsel. Ja, vielleicht ein bisschen kleiner, aber immerhin auch ein Pinsel. Und ja, noch allerlei. Ich glaube, du musst mal noch eine Etage tiefer gehen. Okay, ich guck mal, was ich unten noch finde. Also, eine Etage tiefer. Also gut. Eine Etage tiefer, etwas höher. Uiuiuiui. Und hast noch was gefunden? Oh, ich sehe euch gar nicht mehr. Noch eine Etage. Noch eine Etage. Oh, jetzt aber. Ich hab was. Was hast du denn? Rate mal, wen ich gefunden habe. Ich bin gespannt. Komm, zeig's mal. Komm jetzt raus. Komm raus. Och. Ah, ich weiß schon. Ich weiß schon, wen die meint jetzt, aber der kommt nicht. Der kommt nicht. Der kommt nicht raus. Der ist. Er mag nicht. Nein, er mag nicht. Mats Fiete ist ein Angsthase. Ja, ich weiß. Aber vielleicht sagt er wenigstens ganz kurz Hallo. Mal gucken. Ganz kurz. Also, schauen wir mal. Komm raus. Oh, komm raus. Hallöchen. Das war's. Das war's erstmal. Wir melden uns gleich wieder. Nicht wahr? Ja, tschüss, bis gleich.